In der belgischen Hauptstadt Brüssel protestierten tausende Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor gegen die geplante Impfpflicht für Pflegeberufe. Demonstranten versuchten sich dabei Zugang zum Amtssitz des Gesundheitsministers zu verschaffen. Die Polizei setzte Tränengas ein und riegelte das Gebäude ab. Der Protest der rund 4000 Pflegebeschäftigte richtet sich zudem gegen die Arbeitsbedingungen während der Corona-Krise. Die geplante Impfpflicht für die Branche soll ab dem 1. April gelten. Mitarbeiter, die bis dahin nicht geimpft sind, sollen dann unbezahlt freigestellt oder entlassen werden können.